Leute, ich habe ihn entdeckt. Schaut ihn euch an. Ist der nicht majestätisch? Wie er sich bewegt, wie er aussieht. Oh mein Gott! Hallo und herzlich willkommen wieder mal zurück. Wir haben heute den 6.10. Ja, ist schon ein Weilchen her, dass ich mich melde, aber ihr seht ja selber, es hat sich so einiges getan. Ich habe auch mit Absicht so ein bisschen länger gewartet, weil ich habe ein neues Düngemittel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt schon mal vorgestellt hatte oder nicht. Ich mache es einfach nochmal. Dieses Düngemittel hier, das habe ich bekommen, beziehungsweise wurde mir empfohlen und von einem sehr guten Laden meiner Wahl. Den werde ich jetzt auch nicht sagen. Und da haben wir hier nochmal so ein paar Werte. Könnt ihr selber nochmal ein bisschen vergleichen, ob das was für euch ist oder nicht. Aber ich muss sagen, das ist so ein Monatsdünger. Da haust du halt so eine kleine Tabletten rein. Und die haben halt so eine Gelatineverpackung oder sowas. Das löst sich dann auf, ist auch nicht schädlich fürs Wasser. Und die halten dann wohl irgendwie einen Monat. Habe ich jetzt mal gemacht. Und ich muss echt sagen, ich bin wirklich begeistert, wie hier die Pflanzen wirklich geschossen sind, gewachsen. Klar, also hier diese Schildpflanze und so muss ich mal wieder ein bisschen abknipsen. Aber ich muss sagen, ich hatte immer Probleme mit ihr hier. Sie wollte ja nie. Sie war immer klein. Und jetzt sieht er ja selber, sie fängt doch wieder an zu wachsen. Und es sieht wieder aus wie ein Dschungel. Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt zurzeit wirklich begeistert von dem Becken. Ich werde es aber nochmal neu machen, beziehungsweise, naja, ob ich es neu mache, weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall die Pflanzen kürzen, werde probieren, so viel wie möglich wieder reinzusetzen. Und dann, schauen wir weiter. Vielleicht mache ich es auch wieder neu, ich bin mir halt nur nicht sicher. Wenn, dann mache ich das aber erst nächste Woche. Nee, ich habe jetzt echt keinen Bock. Ich lasse die erstmal noch so ein bisschen wachsen. Zu lang wachsen darf ich ja auch nicht, weil sonst verkümmern die Pflanzen auch wieder oben. Sieht man ja schon wieder an er hier, an ihr hier, meine ich. Die muss ich eigentlich auch mal wieder abschneiden. Jo, naja, schauen wir mal. Aber ich finde, bis jetzt sieht es ganz cool aus. Die Fische haben auf jeden Fall Versteckmöglichkeiten. Also die schmälern sich kaum, weil die sind ständig irgendwie hinter den Pflanzen, zwischen den Pflanzen. Aber Hut ab. Ich habe keine Schnecken mehr. Ganz ehrlich, haut euch zwei so eine Schmerlen rein, wenn ihr Schneckenprobleme habt und die Dinger gehen weg wie warme Semmel. Und ja, Skalare, irgendwie, die vertragen sich wieder. Also ich habe sie jetzt noch nicht weggegeben. Klar, die kacken sich ab und zu mal an, wenn es Essen gibt oder so. Aber es geht eigentlich. Ja. Naja. Also ich lasse erstmal drin. Jo, und hier angekommen im kleinen Becken haben wir hier noch den kleinen Ohrgitterwelzi. Er lebt noch, der andere, der ist irgendwie gestorben. Die hatten irgendwelche Probleme, sich einzugewöhnen. Aber er blieb tapfer und macht alleine jetzt sauber. Hier habe ich auch ein paar Düngemittel reingeschmissen da. Diese Pillen, eine glaube ich, habe ich reingemacht. Und es reicht. Also sie sind wieder grün und haben auch wieder neue Ansätze bekommen an Pflanzen. Ja, ist halt nur so ein provisorisches Ding, bis die Aale, wollte ich gerade sagen, größer geworden sind. Aber nein, es ist nur noch ein Aal. Diese eine Aal. Guck mal, da sieht man noch die Schwanzflosse im Moos. Der hängt immer hier, guck mal, da ist ein Kopf. Der hängt immer in diesem Moosball drin. Ja, und der andere, der ist dann rausgesprungen. Der lag dann daneben vertrocknet. Hier wahrscheinlich durch dieses kleine Mini-Loch ist er dann rausgesprungen. Ach ja, im Übrigen. Ups. Das hier sind diese Düngemittel, die ich gerade gezeigt hatte. Hier sind dann diese ganzen kleinen Wirkstoffe drin. Und ja, das steckt man in die Erde und das reicht dann einen Monat. Genau. So, ich habe jetzt hier das Becken noch ein bisschen beschnitten. Habe die hier stark reduziert, sage ich mal. So im Gegensatz, wie sie aussahen. Und habe jetzt hier nochmal probiert, da am Filter lang eine Reihe hochzuziehen. Klar, ist doof hier wegen diesen Rillen, aber da muss ich immer dranbleiben und dann halt, wenn sie hoch genug sind, halt immer schön beschneiden. Und dann ist wenigstens mal dieser blöde Filter da hinten weg. Sieht, glaube ich, auch ein bisschen cooler aus. Diese kleine Pflanze hier, also die kam von der großen hinten in der Ecke. Das war so ein kleiner Nebenwuchs, der wuchs dann hier aus dem Aquarium raus und hier wieder rein. Den habe ich dann abgeschnitten und da reingemacht. Der hatte auch schon so lange Wurzeln gehabt. Also der ist schon echt gut dabei. Das heißt, wir haben schon mal eine zweite Pflanze daraus gemacht. Hier, die habe ich natürlich einfach wieder abgeschnitten, einfach gekürzt. Die ist echt ideal, vor allem die wächst ja auch immer mehr in die Breite. Ist echt cool.
Ja, die rote habe ich natürlich auch gekürzt, habe hier unten nochmal hinten was hingesetzt, sieht man jetzt natürlich nicht, weil da schon so viele Pflanzen sind, aber ich hoffe halt, die machen da diese kleine Lücke hier auch nochmal dicht, dass einfach ein paar mehr rote Pflanzen sind. Ja, das war's eigentlich. Moos habe ich wieder um die Hälfte reduziert, einfach weggehauen, weil findet keine weitere Verwendung mehr hier. Ja, und die anderen Pflanzen habe ich, wie gesagt, dann in das Becken von meiner Frau eingepflanzt und halt in das Ali-Becken. Genau, da habe ich auch noch ein paar hingepflanzt. Also viel dazu, es sieht wieder so aus. Ich lasse es erstmal noch ein bisschen wuchern wieder. Und dann irgendwann, ich denke mal, ich schätze so im November, werde ich es dann komplett neu mal machen. Hi Leute, da bin ich wieder zurück. Diesmal sieht man mich mal, ja, weil meine Kamerafrau ist am Start. Hallo. Hallo. Was gibt's Neues? Ich konnte es wieder nicht sein lassen. Ich habe mir wunderbare Fischis geholt. Mal wieder. Und zwar, hier sieht man sie. Das ist so ein Wildpärchen. Also ich hoffe, sie werden ein Pärchen. Ja, wenn man es jetzt nicht sieht, man sieht es ja nachher. Das sind Wabenschildwälse. Die gehören zur L-Kategorie. Das sind halt so besondere Wälse, die eben besonders alt werden und so. Ja, es gibt halt Wälse, die gehen bis aufwärts 300 Euro. Ja, das waren jetzt aber Wälse, die waren bei 8,50 Euro. Und dafür eine L-Wälz finde ich gut. Also sind wirklich, ist eine günstige Variante und sie sehen verdammt schön aus. Diese Wälze werdet ihr noch gleich sehen. Andere Sache ist, ich habe hier mir noch mal Pflanzen geholt. Ja, okay, ihr denkt wahrscheinlich langsam, ich bin der Oberfreak, ja. Weil hier passt ja kaum mehr was rein, ja. Ich habe letztens da in der Ecke die Pflanzen am Filter abgeschnitten und hatte keinen Platz mehr gehabt. Hab die, was macht er denn jetzt hier? Egal. Hab die da an dieser schwarzen Box ganz unten hingesetzt. Da sieht man die jetzt nicht. Und die sind jetzt aber, da schwimmt schon wieder einer. Die reißen mir die immer raus. Da, die sind dann immer da so. Und die habe ich jetzt hier hingepflanzt, hier unten jetzt schon hin. Ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich mache das eh wieder. Was machst du denn da? Mensch, Fuschi. Der sterbende Schwan. Nee, ich hoffe nicht. So, jedenfalls hier diese wunderbaren Pflanzen habe ich entdeckt. Und die sahen so cool aus. Ich musste die einfach mitnehmen. Sieht man jetzt in dem Licht nicht, aber die schimmern so leicht lila, die Blätter. Hey, das sah so geil aus. Ich kann sie ja mal reinschmeißen. Und dann seht ihr halt gleich das Endergebnis. Stani, geh weg. Die sehen schon geil aus, ne? Hat was. Und das sind halt Pflanzen, die wären vielleicht maximal 5 cm noch lang, hat er gemeint. Also ich schätze noch so in der Größe. Natürlich muss man sich das dann eingepflanzt vorstellen, also eigentlich so groß, wie jetzt hier schon ist. Und das sind eben Pflanzen, die wachsen eher in die Breite. Kannst du mal hier zur Ecke rüber filmen? Hatte ich ja hier bei ihr ja auch schon gesagt. Man sieht ja, wie sie in der Breite wächst. Da kann man das alles rausgerissen. Alles mal wieder reinsetzen. Mache ich dann nachher. Ja, davon habe ich wie gesagt zwei. Die pflanze ich jetzt ein, dann kommen die Fische rein. Und dann seht ihr gleich das Hexenwerk, wie es fertig aussieht. Nee, Schlangen. Aber der ist schon richtig zahm. Guck mal, ich kann die in meine Hand reinhalten. Ist schon extrem nice. Ich mag den. So, also ich habe, wie man sieht, ein paar Pflanzen jetzt in die Front gestellt. Diese Pflanze habe ich euch gerade nicht gezeigt. Das war eigentlich die Pflanze von meiner Frau. Sie dachte, das ist Moos, weil sie damit was bekleben wollte. Jetzt hat sie mir die erstmal nur gegeben, weil bei mir kann sie erstmal wachsen und wenn sie groß genug ist, dann können wir sie wieder rüber setzen. Hier haben wir die bildhübsche Pflanze. Ich hoffe, die bleibt auch so, beziehungsweise wird noch besser. Ja, hier habe ich den Abschnitt von ihr da hinten. Und von ihr da hinten, da sieht man so ein bisschen. Ja, sie habe ich wieder eingesetzt. Yay. Und hier sieht man den schönen Wabenschildwels. Ich finde den richtig schön. Richtig, richtig schön. Ja, jetzt hilft er den anderen Putzerfischern. Den Mist da unten natürlich wegzumachen. Wobei, Mist ist es nicht unbedingt. Ja, es ist ja Natur.
abgestorbene Blätter, Zyklus, Kreislauf, man kennt's, wenn man sich damit beschäftigt. Ich suche gerade noch den anderen. Vielleicht finde ich den ja. Dann kann ich ihn euch gleich noch zeigen. Ach, guck mal, da ist er ja. Da ist er ja, Mensch. Da hat er sich versteckt. Schade, dass man die jetzt nicht so toll sieht. Ich werde es euch nochmal reinschneiden, wenn ich sie mal richtig schön sehe. Weil die schwimmen auch richtig majestätisch so. Die haben mich richtig so an Walhaie erinnert. Nur eben mit einem anderen Muster. Und die Schwanzflossen, also die Form und so. Bild hübsch. Echt, Leute. Da bin ich echt froh, die gefunden zu haben. Und dann auch noch für so einen günstigen Preis. Richtig schöne Tiere. Leute, ich habe ihn entdeckt. Schaut ihn euch an. Ist der nicht majestätisch? Wie er sich bewegt, wie er aussieht. Oh mein Gott! Er versteckt sich gerade nur irgendwie. Er muss mal in die andere Richtung springen. Aber er sieht schon echt verdammt geil aus. Ich bin echt froh, dass ich ihn mir geholt habe. Kleine Geschichte dazu. Ich war irgendwie, weiß ich nicht, vor 3 Wochen, glaube ich, war ich schon mal da gewesen und habe die ganze Zeit überlegt, hole ich mir die nicht. Und ich habe sie mir nicht geholt. War eigentlich mit der Entscheidung auch nicht zufrieden. Ja, und dann irgendwann, jetzt heute eben, heute ist der 9.10., war ich da wieder vor Ort, habe die natürlich gleich wieder gesehen und habe sofort gesagt, komm, jetzt hole ich sie mir. Und ich denke mal, dann ist es auch eine richtige Entscheidung. Wenn man da schon 2-mal vorbeiläuft und irgendwie darüber nachdenkt, ob man sich den holen will oder nicht, dann sollte man es machen. Wildschöne Tiere. Weil der sieht auch mal aus wie ein Wels, ne? Also ich finde, so ein Wels muss schon aussehen wie so ein Wels. Weil ansonsten ist der nicht würdig, diesen Namen zu tragen. Sehe ich irgendwo noch den anderen? Nee. Na gut, Leute. Das war's dann soweit von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, schaltet im nächsten Video wieder mit ein. Wenn es heißt, wir machen unser Aquarium neu. Bis dann, tschüss.